Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal von draußen und ihr seht im Titel schon, es handelt sich heute mal um Pokémon Go und zwar sind wir gerade auf dem Weg zu so einem genannten Raid. Also ich erzähle euch vielleicht erstmal für die Leute, die Pokémon Go nicht kennen, was das ist eine App, ein Spiel von Pokémon oder über Pokémon. Innerhalb des Spiels kann man Pokémon fangen und man kann die natürlich dann auch weiterentwickeln und es gibt auch sogenannte Gyms oder ja, wie soll man das nennen, solche Kampfarenen und auf diesen Kampfarenen erscheinen manchmal so Eier, die dann nach einer bestimmten Zeit, die man auch sieht, schlüpfen und dann kommt ein Pokémon da eben raus, der Boss dieser Arena sozusagen ist. Den kann man dann bekämpfen und wenn man gewonnen hat gegen dieses Pokémon, dann hat man die Chance, dieses Pokémon zu fangen. Meistens sind dann da eben legendäre Pokémon, die relativ stark sind, sodass man das als einzelner Spieler überhaupt nicht schaffen kann, sondern nur mit der Kraft vereint von vielen Spielern. Und da gibt es eben dann immer diese Eier und manchmal gibt es auch so spezielle Events, wo sich dann ganz viele Japaner versammeln und eben auch dieses Pokémon dann besiegen, um es fangen zu können, was dann meistens besonders selten ist. Da sind wir heute mal für euch auf dem Weg sozusagen dahin, um das einfach mal zu machen, weil ich euch zeigen möchte, wie Pokémon Go in Japan die Leute so ein bisschen verbindet. Was mir nämlich aufgefallen ist, ist, dass viele, auch gerade ältere Japaner, wirklich Pokémon Go spielen und sich teilweise auch zu diesen Events dann treffen. Die verabreden sich dann irgendwie, ne, Mayu hast du auch schon gesehen, ja, oder? Ne, und sagen dann, ah, du bist auch wieder hier und ja, letztes Mal waren wir ja da und haben dies gemacht. Und das ist sehr interessant, wie ich finde, weil dieses Spiel, wo man ja eher davon ausgehen würde, okay, Pokémon, das ist eher was für die jüngere Generation, so Eider oder so. Ja, würde man sagen, die spielen das vielleicht eher. Aber nein, es spielen auch sehr, sehr viele ältere Japaner, so ältere, also Oma, Opas Japaner, könnte man sagen. Die spielen das eben auch und bilden da eben so eine Community dann eben auch und nutzen das auch, um sich eben zu treffen und um zusammen etwas zu machen. Und das finde ich sehr interessant, das habe ich so in Deutschland noch nicht beobachten können, das habe ich da noch nicht gesehen. Und das wollte ich euch hier in Japan heute einfach mal ein bisschen zeigen und ein bisschen näher bringen, weil es, wie gesagt, eine sehr schöne Geschichte ist, um sich auch zu treffen. Und man muss noch was sagen, es gibt innerhalb des Spiels auch solche Eier, die man selbst ausbrüten kann. Wie brütet man diese Eier aus? Indem man eine gewisse Anzahl an Kilometern läuft. Und das hat in Japan auch dazu geführt, dass viele Japaner auf einmal viel, viel mehr draußen gelaufen sind, um eben diese Eier auszubrüten. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass eben mehr Sport gemacht worden ist. Und die Japaner sind jetzt auch dazu übergegangen und werden dann nächstes Jahr, glaube ich, wollen sie was rausbringen, was dann auch den Schlaf revolutionieren soll. Also so eine Pokémon Sleep App irgendwie, in der man dann im Schlaf irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas machen kann, Pokémon fangen kann, ausbrüten kann oder wie auch immer. Also ihr seht schon, die Japaner sind sehr kreativ, was sowas angeht. Und das gefällt mir irgendwie. Das sind so neue Ideen, die wirklich dann die Japaner auch dazu treiben, mehr sich zu bewegen oder mehr zu schlafen oder was auch immer. Also so versucht man vielleicht auch gesellschaftliche Probleme durch Spiele zu lösen. Wir sind jetzt angekommen an der Stelle, wo dieser Raid eben stattfinden wird. Und man sieht hier schon, da rechts stehen die Leute mit dem Fahrrad. Hier ist Mayu. Mayu geht auch entlang. Mayu ist Rodoa. Und hier sieht man schon, wie vor allem auch ältere Japaner wirklich dann im Kreis da stehen und ja, es ist eigentlich relativ klar, dass die alle auf das Event warten, weil sonst steht hier keiner normalerweise so herum. Ne? Wir sehen auch im Hintergrund, da sind auch Leute von der Firma, sieht man an dem Band, was sie haben, da ist der kleine Bruder von Mayu. Ja, es ist wirklich unfassbar, wie viele Leute hier sind. Ich würde sagen, so 30, 40 Leute sind hier auf jeden Fall schon, die sich jetzt einfach so versammelt haben. Und für die Leute, die keine Ahnung haben von dem Spiel, die denken sich wahrscheinlich jetzt gerade, warum stehen die Leute alle hier rum? Es sind jetzt noch ungefähr so 40, 30 Sekunden bis zum Start und man sieht, es hat sich noch mehr gefüllt. Also ich weiß nicht, wir sind jetzt, glaube ich, insgesamt so 50, 60 Leute, wenn nicht sogar noch mehr. Also die Japaner nehmen das ernst und es gibt auch viele, 30 Sekunden, oh nein, es gibt auch viele mit zwei Handys. Die spielen dann also mit zwei Handys und man sieht sich hier alle unterhalten. Es gibt auch ein paar, die einzeln stehen, aber die meisten unterhalten sich, wie gesagt, Firmengruppen, die gekommen sind, also ne, Kollegen oder eben viele Ältere, die wir hier hinter mir, die sich da mit den Fahrrädern treffen und ja, jetzt werden wir den Raid machen. Jetzt sind wir in diesem Ladebildschirm vom Raid sozusagen. Es gab direkt 20 Personen. 20 Personen ist die Obergrenze, die es für Spieler innerhalb eines Raids geben kann. Die wurde natürlich direkt erfüllt, weil hier halt so viele Leute sind. Und Mayus Bruder sind, oder Mayus Brüder, beide sind auch dabei. Und ja, wollen wir mal gucken, wie das läuft. So, der Raid beginnt jetzt. Und jetzt ist auch lustig, denn man muss bei dem Spiel immer unten auf den, ja, auf die Mitte drücken, um den Gegner zu besiegen. Mein Pokémon ist jetzt nicht so stark, aber jetzt sieht man, wie die Leute meistens einfach so überall rumgucken und einfach nur auf ihren Handys drücken. Das sieht man wahrscheinlich jetzt hier im Hintergrund nicht so gut wegen der Kamera. Bei mir sieht das so aus.
Man drückt dann einfach da drauf und wartet, bis der Gegner gestorben ist. Der Gegner ist besiegt und jetzt geht es darum, das Pokémon zu fangen. Und jetzt sieht man dann wahrscheinlich die ganzen Leute, beziehungsweise die Leute, die es schnell fangen. Es hängt nämlich immer davon ab, ob man es schnell fängt oder nicht. Die gehen dann meistens schon mal direkt weg und der Rest, der bleibt dann noch hier und versucht es zu fangen. Mayu und ich konnten das Pokémon fangen. Ne, Mayu, hast du gefangen? Eider auch. Mayus anderer Bruder ist gerade noch dabei. Und ja, einige Leute sind schon gegangen, aber es sind immer noch viele Leute da, die das jetzt hier weiterspielen und versuchen zu fangen. Das war es auch schon von dem Raid. Die Leute haben ihre Pokémon gefangen oder eben auch nicht. Wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg sozusagen zurück. Ist nur ein ganz kurzes Event. Das war jetzt von 18 Uhr bis 18.45 Uhr. Und wenn man um 18 Uhr schon da war, das Pokémon gefangen hat, dann ist im Grunde auch schon vorbei. Das war jetzt mal so ein Event, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, weil ich der Meinung bin, dass dieses Spiel wirklich gerade die älteren Personen in Japan auch verbindet. Man kann wirklich sagen, das verbindet die Leute hier. Und das ist eine großartige Idee, wie ich finde, oder auch eine einfach schöne Idee, dass die Leute dann zusammenkommen, eben spielen. Man ist draußen, es ist schönes Wetter, man kann sich unterhalten. Einige vielleicht finden auch neue Freunde, das kann ja auch sein. Es gibt ein Freundesystem innerhalb von Pokémon Go. Das heißt, wenn man noch Freunde braucht, vielleicht findet man dann irgendwie welche. Und man hat eben so ein Event vielleicht einmal die Woche, wenn man das machen möchte, oder je nachdem, wie oft man das eben spielt, wo man zusammen irgendwo hingehen kann. Was draußen ist, was Bewegung ist, also in Verbindung mit Sport. Ne, Japaner arbeiten ja viel und sind viel im Büro. Das heißt, da ist auch, fehlt manchmal so ein bisschen der Sport. Und das kann zusätzlicher Anreiz eben sein, über die Spielewelt das vielleicht ein bisschen zu reformieren und dass die Leute ein bisschen mehr rausgehen. Eine ganz nette Idee, wie ich finde. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint, ja, wie ihr das so empfindet. Und ich fand es halt interessant, vor allem, weil es eher ältere Japaner sind, die an diesen Events teilnehmen oder die dort sind. Und nicht nur die Jungen, auch einige Jungen, aber es sind deutlich mehr ältere Japaner da als Junge. Nun gut, das soll es gewesen sein von diesem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch Pokémon Go spielt. Was ihr vielleicht auch bisher für Erfahrungen mit Pokémon Go in Japan gemacht habt, das würde mich auch interessieren. Und ansonsten schaut gerne auch in die Videobeschreibung. Dann gibt es noch Online-Kurse. Es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link, über den ihr bei Amazon einkaufen könnt. Ich kriege eine kleine Provision, ihr zahlt keinen Cent mehr. Oder ihr könnt dieses Projekt durch eine direkte Spende unterstützen. Jo, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, würde ich sagen. Da ist die Mayu. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!